2 Schüsse und 2 Tore, das war die Bilanz von Timo Werner. Einfach klasse, die 3 Punkte holen sich die Leipziger in Augsburg. Es beginnt mit der Großchance des RB Leipzigs, nämlich von Emil Forsberg, der hier an Marvin Hitt scheitert. Erste Großchance für die Gäste aus Leipzig. Augsburg muss jetzt langsam mal wieder die Punkte im eigenen Stadion holen, denn es ist schon jetzt das 5. Spiel, wo sie nicht treffen im eigenen Stadion. 66. Minute, dann Finn Bogason, der war ja mal Top-Torjäger in der Liga. Das ist aber auch schon eine Weile her. Hier verliert er dieses Duell gegen Gulaschi. 72. Spielminute, dann die Leipziger, warum denn mal nicht, über die Außen, Möber, Kaiser, und in der Mitte ist Timo Werner, super Flanke von Dominik Kaiser, dem Kapitän der Leipziger, und dann hat Marvin Hitz keine Chance, an den Ball ranzukommen. Es ist das 5. Saisontor von Timo Werner, dem Leipziger Goalgetter. 79. Spielminute, dann wieder Leipzig, und dann knallte es Emil Forsberg beinahe mit dem 2:0. Da wäre Marvin Hitz auch bei bestem Wille nicht mehr dran gekommen. Und in der 87. Spielminute kamen die Gäste noch einmal. Sabitzer legt noch mal ab auf wen? Auf Timo Werner, und der macht jetzt sein 2. Tor am heutigen Tag. Unglaubliche Bilanz. 2 Schüsse hat er nur gebraucht, um alle beide Tore zu erzielen und damit den Leipziger Sieg nach Hause zu holen. Und das war's auch am Ende. Die Leipziger gewinnen mit 0:2 durch die beiden Tore von Timo Werner.